nicht unbedingt das Video wolltet, dass es online geht, machen wir es jetzt einfach so und deswegen ein bisschen später und wir zeigen euch noch hier noch ein paar Details. Also wir sitzen jetzt im neuen Volkswagen Up GTI. Lange wurde ja schon spekuliert, dass einer kommt und dann hat es Volkswagen nur endlich offiziell gemacht und hier auf dem Wörthersee-Treffen 2017 wurde er nur vorgestellt und wir sitzen jetzt drin und deswegen erzähle ich euch mal ein bisschen was zum Äußeren. Also wir haben einen Dachkantenspoiler, wir haben ein Endrohr, was hinten rauskommt, verchromt und einen etwas anderen Heckdiffusor. Vorne haben wir natürlich GTI-Badge, klar, muss sein, wir haben andere Felgen und er wurde gerade auch schon angemacht, er klingt jetzt gar nicht so schlecht. Ich hätte ehrlich gesagt erwartet, dass er fast leise ist, aber so einen leicht bassigen Unterton hat er. Gehen wir weiter zum Innenraum und hier, finde ich, wird es auch interessanter. Wir haben zum Beispiel hier einen schwarzen Dachwill, wir haben das Lenkrad aus dem Golf GTI, auch mit den Multifunktionstasten. Wir haben hier Dekore, ich weiß nicht, ob man das sieht, hier, die so ein bisschen rot abgesetzt sind, mit so einem Pünktchenmuster. Wir haben Einstiegsleisten, auch mit GTI-Badge und mit diesem, ich sag mal, bekannten Wabenmuster auch aus dem GTI. Den GTI, um dabei so ein bisschen noch auf den technischen Daten rumzureiten, wir haben hier 115 PS, was so ein bisschen Anlehnung an den Golf 1 GTI ist. Wir haben 200 Newtonmeter Drehmoment und von 0 auf 100 geht es in sage und schreibe 8,8 Sekunden. Das hört sich vielleicht jetzt erstmal langsam an, aber ich denke mal, das fühlt sich hier in dem Auto echt lustig an. Und das Ganze wird bewerkstelligt von einem 3-Zylinder TSI-Motor, sprich Turbo aufgeladen. So, jetzt gehen wir aber wieder weiter hier zum Innenraum. Wir haben hier das bekannte Bedienkonzept, wir haben rote Tachonadeln. Den Up GTI wird es nur als Handschalter geben. Und was ich schön finde, wir haben so eine richtige Handbremse hier, keine elektronische irgendwas Festziehding. Ihr wisst, ich stehe da nicht so drauf. Dann haben wir hier natürlich GTI-like rote Ziernähte und das Karo-Muster. Und was ich richtig schick finde, wir haben euch das ja schon im Review gezeigt vom Up Facelift, ist hier, dass wir eine Performance-Unter-App haben, sage ich mal, in der eigentlichen Up-App, wenn ihr das Telefon hier mit dem Auto koppelt, wo dann die Drehzahl angezeigt wird, die Motoröltemperatur und es können noch andere Fahrdaten hier angezeigt werden. Ich zapp gerade mal durch, hier haben wir Motoröltemperatur, wir haben die Drehzahl, die wir haben und dann kann man sich das hier so ein bisschen zurecht switchen, wie man das gerne möchte. Ich bin gespannt auf die ersten Fahreindrücke. Das Fahrzeug kommt Anfang 2018 erst. Wir müssen leider noch über ein halbes Jahr warten auf den deutschen Markt. Preis weiß noch keiner. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich schätze, ich gebe eine Schätzung ab. Ich würde sagen, dass das Auto so um die 18.000 Euro einsteigen wird. Ich bin mal gespannt. Wir schauen das Video uns nochmal später an, ob das Ganze denn nachher auch so geworden ist. Ansonsten, wenn ihr Fragen zum Up GTI habt, gerne in die Kommentare. Mich würde mal interessieren, ob vielleicht der Up GTI was für euch wäre. Meine Kleinwagen City Flitzer mit ein bisschen mehr Dampf, nicht zu viel Dampf, so ein bisschen für Überland und so. Was ihr denn vom Up GTI haltet, einfach unter in die Kommentare. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, auch immer in die Kommentare. Und deswegen kommentiere ich jetzt ab. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Markus.